Hallo und herzlich willkommen zum 100 Abonnenten-Special. Und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit auf den Malberg. Und ich bin nicht allein unterwegs. Strohhütchen ist auch dabei. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal los, oben auf den Hügel, ganz nach oben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach oben, haben uns jetzt für den größeren Weg entschieden. Ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt unterwegs sind. Da ist auf jeden Fall, glaube ich, mal gucken, es gibt hier so eine Kletterwand. Da gucken wir mal, wo die ist. Hier ist, wie gesagt, die riesige Wand. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da früher Leute hochgeklettert sind. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mal früher hier gewesen bin. Da waren da auf jeden Fall Leute am Klettern. Kann aber sein, dass das mittlerweile nicht mehr so ist, weil hier vorne war auch abgesperrt. Da vorne, da konnte man aber ganz einfach quasi drüber steigen. Das war überhaupt kein Problem. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Wir erkunden mal noch ein bisschen. Ja, und das hier ist die beste Absperrung ever. Muss ich euch gerade mal zeigen. Aber wir dachten eben von unten so, na, hier kommt man ja nicht durch, ne? Ja doch. Also ich weiß nicht, wer das hier quasi erfunden hat, aber es ist schon sehr sicher. Ende Gelände. Wir sind jetzt hier irgendwie, hier ist einfach mal der Weg zu Ende. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Wir gehen jetzt einfach mal zurück und schauen mal, ob wir den Pfad wieder finden. So, und hier der erste Beweis. Wir sind nicht alleine hier in diesem Wald. Irgendjemand spielt hier Spielchen mit uns. Ich weiß nicht wer. So, ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Hier vorne ist das sogenannte Wildweiberhäuschen. Da sollen wohl früher mal drei Hexen drin gewohnt haben. Und ich gucke jetzt mal, vielleicht sind das ja unsere Steinbauer gewesen. Aber wie ihr seht, niemand zu Hause. Alles gut, ich glaube, wir sind hier sicher.
mega stark hier. Hat wohl einer sich einen Unterschlupf gebaut. Hier einfach mal so zwischen den Felsen. Ich muss mal aufpassen. Hier geht es ein bisschen runter. Ich nehme euch mal gerade mit hier. Ich will nämlich auch mal da reingucken. Einfach mal sau cool gemacht. Ne? Also wenn man nicht mehr runterkommt vom Malberg, dann kann man hier einfach mal übernachten. Hotel ist auf jeden Fall inklusive. Ich bin oben! Geschafft! So, endlich oben. Und ja, weswegen ich ja letztendlich mit euch hier hoch wollte, ist ja, weil das ist ja so gesehen mein 100-Abonnenten-Special, wie ich ja eben schon mal kurz am Anfang gesagt habe. Und ja, ich wollte euch einfach mal Danke sagen. Danke für mittlerweile 3 Jahre und 3 Monate bin ich ja jetzt auf YouTube unterwegs. Schon eine gewisse Zeit. Und ja, wie gesagt, danke an alle, die noch immer zugucken, immer noch den Bekloppten hier ertragen die ganze Zeit. Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass es irgendwann mal überhaupt dazu kommt, denn ich mache ja, wie gesagt, eigentlich nichts Besonderes auf YouTube. Ich mache ganz normale Let's Play Videos, ich mache, ja, meine Vlogs mache ich auch keine, ich mache keine Pranks oder sonst irgendwas. Ich bin einfach so ein ganz normaler Typ, der nichts Besonderes macht und ich mache keine Werbung, ich bettel nicht um Abos. Ja, ne, so einfach nur ganz bodenständig, ganz locker und ja, deswegen wollte ich euch da einfach mal Danke sagen und dass ihr immer noch zuschaut und vielleicht auch noch länger zuschaut. Vielleicht noch kurz, wie es mit meinem Kanal weitergehen soll. Ich will auf jeden Fall weitermachen. Ich habe ja auch auf Twitch mittlerweile angefangen mit Livestreams. Der andere hat es ja schon vielleicht mitbekommen und das wird auch auf jeden Fall weitergehen, genauso die Let's Plays. Vielleicht aufgrund von meinem neuen Job auch mal mit einer Pause dazwischen, aber keine Sorge, nicht lange, wenn dann immer so ein paar Tage, weil es im Moment ein bisschen schwer ist, das alles unter einen Hut zu kriegen mit Arbeit und dann noch aufnehmen, weil ich habe ja auch nicht immer so viele Projekte, meistens ist es ja nur eins und dann habe ich ja auch noch so 2, 3, die, ja, wo ich mal weitermachen muss, wo ich momentan ein bisschen pausiert habe, aber ich denke, das geht schon klar und ja, das wollte ich euch einfach nur mal sagen, deswegen habe ich euch hier mal mit Strohhütchen auf den Malberg geschleppt hier und ein kleines Video gemacht und bevor ich es vergesse, eine ganz wichtige Sache noch, weil der Angus, der hat glaube ich noch eine Überraschung für euch. Angus, bist du denn da? Ja, danke lieber Angus für diese Überleitung und ja, was hat es denn genau jetzt mit dem Gewinnspiel auf sich, möchte ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen und zwar, ich sehe ja nicht immer so aus zwingend, ne? Ich sehe ja auch schon mal so aus, so oder auch schon mal so, naja, auf jeden Fall, jemand zeichnet natürlich diese Bilder für mich, das ist die liebe Victoria Rickfield und sie hat mich vor einiger Zeit angeschrieben, sie möchte euch gerne etwas Gutes tun und das möchte ich jetzt an dieser Stelle verlosen. Und zwar einen 50% Rabattgutschein auf ein Bild oder Projekt eurer Wahl. Heißt, ihr gebt der Victoria ein Bild, was ihr gerne gezeichnet haben möchtet oder beziehungsweise sagt ihr ungefähr, was ihr haben möchtet. Sie zeichnet euch das und das dann zum halben Preis, also 50% Rabatt. Was müsst ihr dafür tun? Gar nicht mal unbedingt so viel. Einfach nur hier unter dem Video einen Kommentar schreiben, irgendwas Nettes. Jetzt nicht unbedingt Englisch, so blöder Sack, sondern, ja, keine Ahnung, schreibt irgendwas rein, ne, nehmt am Gewinnspiel teil, Englisch ist der geilste, kommt immer gut, ne, kommt dann direkt weiter oben hin, nein, Quatsch, Quatsch, was beiseite, ne, macht einfach irgendeinen Kommentar hier unter das Video, dann habt ihr genau eine Woche Zeit dafür, den Kommentar da unten runterzuschreiben und dann werdet ihr, ja, quasi von mir per E-Mail benachrichtigt, bekommt einen Key geschickt, den ihr dann der Victoria weiterleiten könnt. Ich werde das Ganze dann nochmal bestätigen, dass die Person auch wirklich diejenige ist. Und dann könnt ihr mit der Victoria, wie gesagt, in Kontakt treten und dann zeichnet sie euch gerne dieses Bild. Wie gesagt, einmal kommentieren, eine Woche dafür Zeit, dann könnt ihr diesen 50% Rabattgutschein gewinnen und sie wird euch dann was zeichnen. Falls ihr euch dafür interessiert, was die Victoria sonst noch so zeichnet, außer mich, habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal den Link zu ihrem Instagram-Profil verlinkt. Dort sind noch ein paar Zeichnungen von ihr zu finden, damit ihr ungefähr euch vorstellen könnt, in welche Richtung das Ganze geht.
dass sie natürlich nicht nur Comiczeichnungen macht, sondern auch vielleicht ganz andere schöne Sachen, dann könnt ihr da euch gerne mal informieren. Ja, das eigentlich zu dem Gewinnspiel. Wenn ihr da noch Fragen habt, gerne auch mich anschreiben. Einfach nochmal, werde ich euch alle Fragen möglichst beantworten. Und würde sagen, erstmal vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Und ja, natürlich drücke ich euch ganz doll die Daumen und sage dann bis zum nächsten Mal, euer Inges LP. Bis dann. Und jetzt Outtakes. Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem oder zu... Scheiße. Und hier sehen Sie ein wildes Strohhütchen in seiner natürlichen Umgebung in freier Wildbahn. So, wie Strohhütchen gerade bemerkt hat, für einsame Frauen. Ich lasse das jetzt mal 5 Sekunden wirken. Läuft. Okay, raus. Ja, wie hat der Inges das gemacht? Sehr gut. Sehr schön, das wollte ich hören. So. Und jetzt zurück zu... Zurück zu...